Gibt es doch zu. Es gibt nichts Schöneres an einem Montagabend als einen neuen Part Resident Evil 2. Und deswegen machen wir weiter mit der Claire-Story. Wir haben das hinter uns gebracht mit diesen überaus ekligen Schachfigurenrätsel, das im zweiten Abenteuermodus, im zweiten Durchlauf, noch um einiges unbequemer ist. Aber das ist ja jetzt hinter uns gebracht. Und wir holen Sherry und ich rechne fest mit einem Bosskampf. Warum? Mit Leon an der Stelle gab es auch einen. Was ist hier? Ein blaues Kraut. Na denn. Ich habe zwei Heil-Items. Oh Gott, da kommt noch ein drittes dazu. Das gibt Immunität. Habt ihr? Ich habe es noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Blau zu mixen, das könnte ich ja eigentlich mal versuchen. Na, ich gucke mich erst nochmal um. Ich weiß nicht genau, was passiert. Was passieren wird. Was passieren könnte. Aber da ist eine Tür. Ich kann das noch nicht öffnen, ne? Das war der Witz. Klar. Der Strom muss aus sein. Haarscharf erkannt, Panzerauge. Okay, scharf ist bei Claire halt auch das Thema. Und das rote Kraut, haben wir sie alle drei komplett? Haben wir noch ein Trio? Das kombinieren wir instant. Und als Statement. Resident Evil Girls sind was anderes als 10-jährige Pokémon-Trainerinnen in Comicform. So. Ja, das wird ein Spaß, ne? Da freue ich mich schon sehr drauf. Auch hierauf. Da muss ich auch ein bisschen. Der bringt ja so gut wie nichts. Aber nichts wäre manchmal vielleicht gar nicht verkehrt. Die beiden Rechten alleine, das ist hier nicht das Ding. Passt. Hast du schön nachgeladen? Was hätte ich denn gerne? Die Pistolen. Die Pistolen. Na gut. Was? Passiert nichts? Die trollen extra. Die trollen extra. Oh shit. Shitty Manidi. In Bewegung bleiben. Schöne Decke kaputt. Und warum gibt es hier keine Rauchmelder? Ja, es ist ein Montag, Claire. Sowas passiert immer montags. Man müsste eigentlich mal nachgucken, ob die ganzen Resident Evil Days, also wann die Tage damals waren, im Jahr 1998 zum Beispiel, ob das wirklich Montage waren. Ich denke schon. Da gehe ich einfach mal fest davon aus. So. Hätte wissen sollen, wir stirben nicht. Ja, ne? Das Spiel ist ja immerhin schon ein paar Mal erschienen. Wird es jetzt der Spaß mit dem Boxen? Na klar. Kabasa. Was ist das für eine Marke? Könnte ins Auge gehen. Das juckt ihn nicht. Ja, ich sollte eigentlich überhaupt keine Munition verschwenden, glaube ich. Ja, gut, das geht schon mal ins Kreuz. Das geht halt schon mal ins Kreuz. Dann mach doch gerade das. Jetzt musst du nur richtig dastehen. Was du nicht tust. Ah, gerettet. Aber ich war mit drauf mal wieder. Er hat mich mal wieder gegrabt. Das hatten wir mit Leon auch schon mal genau so. Und es ist ätzend, ne? Das ist ein bisschen doof. Unschön. Unknorke. So, und danach gehen wir runter einfach ins Nest und haben wieder den Spaß mit dem Bändchen. Stufe 1, 2, 3, 4. Hat Sherry eigentlich direkt das Bändchen auf... Naja, die hat bestimmt auch nur Stufe 1. Die soll sich ja nicht rumtreiben bei den Viren und so. Ja, was soll ich tun, ne? Hilft alles nichts? Ich lasse auch meine Munition jetzt mal da, wo sie ist. Zwar kommt das, glaube ich, besser.
Das war der erste Streich. Ah, guck mal. Habt ihr mal drauf geachtet, die Krallen, wenn ich dann spult ein paar Sekunden zurück, die Krallen, die gehen irgendwie durch den Stahl durch, durch das Blech. Wie so ein Pixel-Glitch. Ihr wisst schon. Es sollte nicht so sein. Es geht bestimmt... Also es geht bestimmt schon schöner. Aber da haben sie ein bisschen, ich will nicht sagen geschludert, sondern... Irgendwo musste dann halt auch mal sparen. Ne? Aber die Frage ist jetzt, ich sollte ihn jetzt aufhalten. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich hoffe, sie kommt jetzt. Genau da bleiben. So, jetzt kommt der Clou. Im zweiten Durchlauf hält er das auch aus. Hätte wissen sollen, du stirbst nicht. Schön. Gemeistert. Tut mir so leid, Sherry. Das dauert alles ewig. Ja, und der Typ tut noch deinen Dialog wegskippen. Alles so uncool. Noch ein Kampfmesser, das ist schön. Können wir uns nahkampfmäßig verteidigen und ja. Ach, da ist die Immunität. Seht ihr unten rechts? Ist ja wunderbar. Sherry, Sherry, Lady. Da-da-da-da-da-da. Lady in red. It's just us and me. Nobody knows. And I wanna be. Ach so, ja, okay. Sherry? Claire? Alles okay? Was tust du da? Ich will dir helfen. Sherry bekam's implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Ich hoffe, sie verarschen mich. Sie sind ihre Mutter, also rein hier! Du verstehst das nicht! William ist da draußen und wenn ich ihn nicht stoppe, dieses Gespräch ist vorbei. Warte. Warte. Ich kann etwas tun. In meinem Labor. Es ist nicht weit. Mami? Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Sherry, Mami liebt dich, Süße. Leb wohl. Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hol dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. Ja, Mitgefühl, das braucht. Das ist. Man sollte nicht wegschauen. Das arme Mädchen, das kann ja auch für nix was. Jetzt die Frage, wo ich überhaupt hin will. Aber die hat echt ein Virus in sich. Ich muss gestehen, ich habe nie die Claire-Story gespielt im Original Resident Evil 2. Auch damals im Let's Play zur GameCube-Version nur Leon. Ihr Labor ist nicht weit. Moment, die Standseilbahn. Deswegen können wir es jetzt sehr gut nachholen. Endlich. Aber die Unterschiede sind mir halt nicht bewusst. Die Bahn, die Bahn, die Bahn, die Bahn. Ja, da vorne. So rum. Also hat die den T-Virus oder den G-Virus in sich? Weil am Auge, das sieht schon ziemlich abgefuckt aus. Sind fast da, Sherry. Wir sind fast da. Und vielleicht erinnert ihr euch an Resident Evil 6, was mit dem guten Pierce geschehen ist. Die Seilbahn. Dass sowas... Jetzt kann ich keine Items aufnehmen. Dass sowas nicht immer ein Happy End bedeuten muss. Oh.
Leg sie erstmal ab. Okay. Da wären wir. Halt einfach durch, Sherry, okay? Dir geht's bald wieder gut. Okay, sollte alles überprüfen. Es gibt kein Zurück. Eben. War die in Resident Evil 6 nicht auch irgendwie immun? Ich glaube, die haben doch deswegen ihr Blut gewollt. Nee, das war das von Jake Wesker. Jake Mueller. Na gut, sonst wüsste ich nicht, was mich noch hält, um ehrlich zu sein. Aber schön, dass einem das gesagt wird. Also ab ins Nest. Irgendwas war mit ihr. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Mein Bruder. Weißt du, sie soll mir Glück bringen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich hab was von dir. Ich will das nicht. Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Hey, Sherry, komm her. Halte durch, okay? Nest wird in Kürze erreicht. Ist okay. Ich hab dich. Komm schon. Ist halt hart, als Claire einfach nur die Backen zu halten und gute Stimmung zu verbreiten. Also optimistisch zu sein. Bring dir ein Heilmittel. Halt einfach durch, Sherry. Ist okay. Da darfst du selbst keine Schwäche zeigen. Und das ist hart. Ich glaube, diese Stelle hier, ne? Wo wir uns jetzt befinden. Ankunft im Nest. Die Stelle gab's doch auch in Resident Evil Zero. Oder vertusche mich total. Also meines Wissens schon. Ich habe damals auch gesagt, guck mal, zu GameCube-Zeiten und zum PS4-Vergleich, die können die Stelle einfach wieder reusen fürs Resident Evil 2 Remake. Naja, haben sie ja von Grund auf neu aufgebaut. Aber das war doch dieselbe Stelle, oder? Resident Evil Veteranen. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Ja, da wird ganz schön kontaminiert. Vollständig geöffnet wurden. Na, ich halte keinen Abstand. Diesmal nicht. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Und hier kamen doch die nackten Zombies direkt um die Ecke. Ah ja, ah ja. Übrigens, Freunde, ein Easter Egg hatte ich doch glatt verpasst. Wir haben uns das zwar angeschaut, und zwar im Waisenhaus war auf einer Tafel so ein Teddybär durchgeixt. Da war so ein X durch ein Teddybär von wegen, nein, wollen wir nicht. Das war dieser Teddybär Lottie, der in Revelations 2 eine Rolle spielt. Da ist auch Claire mit dabei. Und da gab es auch ein kleines Mädchen namens Natalia, so hieß sie. Natalia... Ja, und das war ein Easter Egg. Okay. Hier ist gut. Okay. Was jetzt? Irgendwas muss doch hier sein. Antivirales Agens. Das ist das. Das muss es sein. Hey.
Hey, Sherry. Ich muss gehen. Du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück. Versprochen. Das Armband hätten wir. Das Outfit gefällt mir auch sehr. Wie gesagt, nur ein bisschen... gut, dirty. Wichtig, Nest, weiter Alarm. Aufgrund eines Vorfalls im Nordbereich sind alle Nest-Mitarbeiter dazu angehalten, sich das antivirale Agens Devil zu verabreichen. Devil ist die einzige Möglichkeit, die G-Mutation zu verhindern. Sollten Sie mit dem G-Virus infiziert sein, suchen Sie umgehend medizinisches Personal auf, um die G-Zellen im Körper zu isolieren und zu zerstören. Diese E-Mail wird bei einem Notfall automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail, das ist die Lösung. Also die hat definitiv den G-Virus drin, ja, das sieht ja auch so aus. Und es geht ums Auge, ne? Ja. Also Devil brauchen wir. Wie dem auch sei. Windows 95. Es ist noch Pizza da! Oh, hab ich jetzt einen Hunger, Nash? Karte des Labors nehmen wir mit, klaro. Und hier noch mehr. Oh, ein Siegen. Dann ganz kurz gucken. Das ist Sherry. Okay, okay, okay. Wenn wir wiederkommen, weil wir fertig sind oder Heilmittel haben, dann wird die uns sowieso... entweder wird die erstmal so... glauben, dass sie tot ist, oder sie wird einen anspringen, oder. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. So, Schlafraumprotokoll, Toby Jackson, Sarah Takahashi, Walt Page, Anthony White, Cyril Archer, Desmond Locke und Wayne Lee. Wayne interessiert's. Was haben wir hier noch? ID-Armbänder, alles klar. Ja, wir kennen das ja, ne? Hat vier verschiedene Stufen sogar. Die vierte Stufe würde gar nicht aufgelistet, weil die so special und top secret ist. Da konnte sich auch nur Ada mit reinhacken. Ich frag mich, wer diesmal helfen soll. So. Was hätte ich denn noch im Petto? Ich habe hier auch noch Brandgranaten. Warum... weil ich die nicht dahin tun kann, wo sie hingehören. Ist der Wahnsinn. Das hätte noch schöner klappen können. Ansonsten. Warum Schreibmaschine? Ich stehe doch vor der Kiste. Dann. Oh, Erste Hilfe Spray haben wir auch noch. MP-Munition. Kraut 1. Kraut 2 kombinieren. Aber ich möchte eigentlich nicht so viel dabei haben. Achso, ich hatte ja noch eins. Ein blaues nochmal rein. Ja, die Messer brauche ich, denke ich mal. Dann. Ja, vielleicht. Aber erstmal Munition. Welche war denn die? Ach, das ist die Superpistole. Die haben wir für den Boss benutzt. Ah. Sollte die erstmal verwenden. Und MP. Ja, da werden wir zukommen. Und die Säuregranate gegen Ende mitnehmen. Weil ich nicht weiß, was besser ist. Dürfen wir wieder ins Gewächshaus? Der Spaß ist auf voller Breitseite vertreten, ne? Ein Spaß für die ganze Familie. Mhm. Wer will? Gesessen. Sind ja nur Normalo-Zombies. Nadelkartuschen? Munition für das Elektroschockgewehr. Mach ich glatt. GLaDOS. Echt gute Kugeln hier. Müssten wir nur noch treffen. Ich habe halt keinen Bock auf die. Geh weg. Ich will irgendwie nicht an Munition sparen. Ich werde es bereuen, definitiv. Werden wir halt den Endboss messern. Kein Ding.
bisschen Schießpulver. Der Burgerbrater der Woche. Noch ein Messer? Da muss ich ja in den nächstbesten Zombie mal reinlaufen, statt Munition zu verwenden. Ich nehme doch glatt dich. Was echt übelste Verschwendung ist, wenn ich das so mache. Dann als nächstes noch mehr Brandgranaten. Geilomat. Und Spind Nummer 1. Ja, das ist Elektroschockgewehr. Das heißt noch mehr Waffen. Ich weiß, was ich hier brauche, das habe ich aber noch nicht. Direkt hier rein. Mitarbeiterarmband. Läuft wie geschmiert. Das läuft generell ein bisschen schneller. Das ist der Lee, ne? Zwei Messer? So viel gönne ich dir nicht. Oh, das ist jetzt ja. Das war jetzt so prima. Ah, keine Granaten. Lieber noch ein Messer. Das steckt voller Messer hier. Darf ich ja alle mitnehmen? Noch was zu sagen, Boy. Ich hab doch noch Platz, oder? Hm? Echt nicht? Ich glaube, das ist ziemlich kaputt, das kannst du behalten. Dann würde ich jetzt. Ah, ist noch eine Granate? Gut. Schwuppdiwupp. Claire. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Jetzt. Warum kommt diese Durchsage jetzt? So, pass mal auf. Achso, das noch vier. Das Schießpulver kommt mal weg. Für kurze Zeit kommst auch du mal weg. Für kurze Zeit. Denn ich habe... Warum ist denn das nicht? 4 Zubehör für das Elektroschockgewehr. Das Gewehr selbst habe ich aber noch nicht. Wo könnte es das geben? Irgendwo in der Nähe. Ich laufe jetzt mal weiter. Das kann ja nicht weit sein. Ich will noch kurz die Granate abchecken. Lass ich mitgehen. Und dann können wir auch schon Richtung Gewächshaus. Und wenn dann was ist, da steht ja auch schon wieder die nächste Truhe. Ist echt ein Vorteil, wenn man sich auskennt, sag ich euch. Übrigens immer diese Leute, die sagen, so muss Resident Evil sein. Endlich ist Resident Evil wieder Resident Evil. Spielt sich wie Teil 4. Wirklich, haben die Leute alle nicht Revelations und vor allen Dingen Revelations 2 gespielt? Das ist so unterschätzt. Mal ohne Scheiß. Im Zweifelsfalle, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, guckt euch mein Let's Play an. Resident Evil Revelations 2 mit Claire. Ich glaube im Jahre 2015. Also die ist zwar älter, aber... Jetzt haben wir den. Aufnahme der Spezialeinheiten, Alpha und Ghost, das haben wir auch gelesen. Also ist das Antivirus im Westbereich. So, ich würde, jetzt wo wir das Murph haben, ich nenne es einfach direkt Murph, werde ich auch direkt da bei dem Herrn Lee. Laufe ich richtig? Ich denke schon. Ja. Vielleicht hat der ja irgendwie das Elektrogewehr. Na, wir sehen mal. Wir gucken uns das an. Ach, noch ein Messer. Guck mal. Umbrella Electronics. Oz haben wir.
Ja, ist halt nicht eingestellt. Und dann kommen die Wellen. Pass auf. Bisschen probieren. Das war's nicht. Eins weiter. Besser. So, wollen wir das sehen? Platz, ne? Nice. Hallo, Helly. Oh, shit. Dann nimm mal die verdammte Granate. Er hat doch was, oder? Renlys Notiz. Granate ist weg, Messer nehmen wir halt mit. Nee, die Gürteltasche nicht entgehen lassen, Freunde der Nacht. Jetzt interessiert mich natürlich auch brennend, wo die allerletzte ist. Für maximalen Inventarplatz. Aber ja. Und schon sind die 27 Minuten auch schon wieder rum. Manchmal geht das so schnell, ne? Aber ich freue mich drauf, diesen finalen Bereich auch mit Claire zu erleben. Und das kriegen wir hin, ne? Das wird locker flockig von der Hüfte. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich freue mich drauf und bis dann und ciao!